Staccato und Legato, zwei Spielweisen, mit denen ihr euer Spiel ausdrucksvoller gestalten könnt. Ne? Zum Beispiel Staccato oder Legato. Hat einen ganz anderen Sound und eine ganz andere Art, das rüberzubringen. Das sollte man natürlich ein bisschen üben, dass unsere Finger das, wenn sie es machen sollen, im Stück auch machen. Rechte Hand, Staccato. Abgehakt. Legato, gebunden. In den Noten erkennt ihr das. Bei Staccato steht unter jedem Notenkopf ein Punkt. Und bei Legato werden die Noten, die gebunden gespielt werden, mit einem Bogen, einem Legato-Bogen, geschmückt, kann man sagen. Ja? Nicht zu verwechseln mit einem Haldebogen. Ein Haldebogen steht immer nur zwischen zwei gleichen Noten. Das heißt, die Note wird gehalten. Aber ein Legato-Bogen, der zum Beispiel über eine ganze Reihe geht, bedeutet einfach, die ganze Reihe soll gebunden gespielt werden. Okay, wie trainieren wir das am besten? Na, ganz einfach. Um die Unabhängigkeit der Hände hinzukriegen, was oft unser Ziel ist, spielst du einfach mal rechts Staccato und links Legato. Das geht dann so. Dann tauschst du rechts Legato, links Staccato. Rechts Legato, okay. Am Anfang nicht freiwillig machen. Ihr müsst euch richtig vorstellen, die Hand soll jetzt zum Beispiel gebunden spielen, die abgehakt. Probierst du einfach mal aus, spielst mal drei Töne. Bap, 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 und dann dü, 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 und dann ganz langsam. Das wäre mein Tipp, langsam probieren und dann langsam steigern. Okay. Wenn dir das zu langweilig wird, dann kannst du auch eine Tonleiter probieren. Staccato. Kannst du mal mit beiden Händen probieren. Okay, jetzt können wir auch dieses gleiche Spiel probieren. Staccato, Legato. Okay. Kannst du auch wieder tauschen und auch wieder ganz langsam üben. Das war Staccato Legato. Jetzt probieren wir Legato rechts, Staccato links. Mal ganz langsam so. Also, dann stelle ich mir vor, okay, hier spiele ich Legato und hier Staccato. Richtig vorstellen. Untersetzen. Übersetzen. Untersetzen. Übersetzen. So sollte das klappen und du wirst merken, dass das sehr, sehr schnell geht, dass du das richtig gut kannst und ja, dann bist du wieder ein Stück weiter ein Profi. Viel Spaß!